haben wieder gut was gewonnen. Units immun to Berserk Spell. Haben wir schon. Touch of the Ramping Ogre. Verteidigung plus 5. Alle Skills plus 2. Prophecy Luck plus 1. Eagle Eye plus 10. Luck plus 1. Earth Magic. This heavy book contains all spells in the School of Earth Magic. It must be equipped for the spells to be. Whoa! Sehr nice. Das brauchen wir. Oh, was für ein Wichser. Okay. Die Schuhe lassen wir auf jeden Fall an. Und, plus 5. Auf jeden Fall das. Wo ist das mit der Erdmagie? Was haben wir denn hier so? Eagle Eye plus 5%. Eagle Eye plus 10. Renders your units immune to the Dispel Magic. Nee. Wie wär's denn mal damit dann? Was haben wir hier? Moral plus 1. Luck plus 1. Okay. Machen wir das mal dahin. Bam. Erdmagie. Mit Erdmagie, da gibt es einen starken Zauber. Ich glaube, das ist irgendwie Städteportal. Dann kannst du dich von Stadt zu Stadt teleportieren. So, und jetzt haben wir erstmal natürlich keine Armee mehr. Und dann muss ich erstmal wieder zurück. Und ich beende jetzt die Session an dieser Stelle. Das war echt anstrengend. Aber hat Spaß gemacht. Ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dahin könnt ihr abonnieren, gefällt mir klicken und ich freue mich auf euch. Ihr dachtet, der Spaß wäre hier schon vorbei. Dabei beginnt die Party jetzt gerade erst. Ich habe das ein bisschen komisch geschnitten, aber naja, was soll's, ne? Machen wir hier einfach mal weiter. Ich muss mich mal kurz hier umschauen. Wir haben 26 Zeloten, 6 Engel. Stimmt, hier gab es, glaube ich, eine fiese Schlägerei. Ich muss jetzt nur mal schauen, ob hier noch irgendwo. Oh. Oh. Okay. Tiva ist unterwegs zu uns. Der will sich wahrscheinlich unser Schloss holen. Aber ich meine, das Schloss sollte eigentlich relativ gut bewacht sein. Ist es auch. Das Problem ist nur, wir haben für Christian gerade nichts zu tun. Und was können wir denn hier? Oh! Oh! Stimmt ja. Okay, das ist sehr, sehr interessant. Mhm. Okay, ich würde sagen, ich skippe einfach mal bis zur nächsten Runde. Gibt ja eh nichts zu tun jetzt. Okay, er läuft erstmal einen anderen Weg. Das soll uns recht sein. So. Ah, die Burg hier, die können wir uns noch zurückholen. Wunderbar. Und hier können wir leider auch keine Einheiten mehr mitnehmen. Hm, ist ein bisschen traurig. Was bezahlt man denn dafür? Also vom Ding her können wir uns das eigentlich leisten. Warum nicht, ne? Was bringt uns das? Ja, wir brauchen diese Gems. Ich würde sagen, erstmal nicht. Erstmal nicht, aber was wir wirklich mal kaufen können, ist hier, glaube ich, ein Fort. Denn mittlerweile haben wir genug Holz und Steine und Gold sowieso. Dann kaufen wir jetzt mal hier ein Fort. Und einen Helden, der hier drauf aufpassen wird. Es wird hier der gute Cuthbert. Und ja. Cuthbert, du passt jetzt hier auf Gateway auf. Jetzt werden wir dann auch langsam anfangen, hier alles aufzukaufen. So, und Christian. Das gehört noch alles uns. Vielleicht könnte man sich das da mal anschauen. Lots of Minotaurus.
Schaffen wir die? Ja, wir haben ja noch 6 Erzengel. Oder die Ifriten da. Ne, vielleicht legen wir uns zuerst einmal mit denen hier an. Da gibt es ein Artefakt, ein bisschen Gold und 2 Schatzkisten. Why not? Und weiter geht's. Oh. 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 Also jetzt wird's ernst. Moment, wo sind die jetzt überall? Hier sind 2 Stück. Arlach ist wieder da. Und so einer. Xarfax. Horde Greifen. Scheiße, was machen wir jetzt? Die Zeloten könnten die da drüben eigentlich gebrauchen. Es ist Tag 7. Oh, ein Tag zu wenig für die Population. Oh Gott. Okay. Ich muss mich jetzt entscheiden. Also hier, das ist sehr, sehr schlecht. Ich würde aber gerne endlich mal darauf. Dafür ist unsere Armee aber auch zu klein. Christian. Wobei, gegen die können wir trotzdem mal kämpfen. Ja, das schaffen wir. So, hier nach vorne und du stellst dich einfach mal hier hin. Und dann beginnen wir hier den Spaß. Oh. Ich habe hier mit ZM Power Gaming gespielt und ja, hier wurde ein bisschen was an den Einstellungen gemacht. Da wir eine Blitzrunde gemacht haben. Das hat übrigens nichts mit Blitzableitern zu tun. Hahaha. Das Hexgitter wollen wir nicht. So. So mag ich das. Alles klar. Okay, das war's dann mit denen und was für eine wunderbare Runde. Bam. So, dann schnappen wir uns mal das. Ein bisschen hiervon. Gold haben wir ja wirklich genug. Crown of the Supreme Magic. Knowledge plus 4. Wunderbar. Der sieht doch schon mal gut ausgerüstet aus. Stimmt, der sollte auch noch ein paar Artefakte an die Dame hier drüben abgeben. Ist jetzt leider ein bisschen zu spät. So. Vielleicht können wir noch unterwegs den hier killen. So, und viel mehr können wir jetzt hier nicht machen, außer hoffen und beten. Wie gesagt, wir können uns erst am nächsten Tag was holen. Und naja. Die bringen uns hier auch nicht viel. Von daher, next round und er greift uns an. Ja. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, ob das gut gehen wird. Er hat auf jeden Fall 18 Zelotos. Unsere Mauern müssen einiges standhalten. So, wenn ich mit dem Engel jetzt darüber fliege, greifen die erstmal alle meine Engel an. Die müssen erstmal ein bisschen geschwächt werden. Das passiert durch unsere Zeloten und naja, 14 von denen ist auch nicht gerade geil. Also warten wir erstmal. Sehr schön. So, und was machen wir denn jetzt hier mit den Greifen? Die warten auch erstmal. Die können ja auch schön fliegen. So, das Ding ist, die werden hier gleich zu uns rüberkommen. Eine Horde Greifen. Wen werden die angreifen? Ich mach mal. Wo ist Stone Skin, verdammt? Da. Auf die Zeloten. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass die Engeleinheiten wiederbeleben können, ne? So, ich stelle dich mal. Ja, super. Ne, verteidigen bitte. So, auf die. Moment, das ist alles gerade ein bisschen langsam, so vom Kampfding, oder? Oder hatten wir das so schnell? Ich glaube ja, oder? So, dann greifen wir mal die Greifen hier an. Ja, so war das eingestellt. Okay. Oh nein. Nicht gut. Das sieht echt nicht gut aus hier. Das ist nicht knusprig. So, dann lauf mal hier runter.
Oh fuck. 85 Damage. Ein Damage, okay. So, dann kann ich jetzt hier greifen, hier vielleicht mal so eine schnelle Runde machen. Oh Gott. Das war eine schlechte Idee. Jetzt ist die Frage, was macht der Engel? Ach komm, der muss raus. Oh Gott. Hatten wir nicht 6 davon oder wie viele waren das? Oder waren das 4? Ich hoffe, es waren 4. Sehr schön, sehr, sehr schön. Oh nein. Das Tor ist offen. So, jetzt vielleicht mal hier nach hinten. Und wenn ich mich dahin stelle, blockiere ich, glaube ich, auch die anderen Zeloten. Sehr schön. Okay, das ist auch sehr gut. Dann blockieren wir jetzt auch noch die hier. Fuck it. So, wie viele Greifen sind das noch? Und wie viel Leben habt ihr? 96. Dann wie wäre es mal mit einem Bless? Ich glaube, wir müssen in Zukunft auch ein bisschen mehr die Magiergilde aufrüsten, denn da gibt es noch einige knusprige Zauber, die man erlernen kann. Royal Griffins, 53 Stück noch, heftig. Was machen wir mit euch? Ihr müsst auf jeden Fall Fernkampf machen, das bringt nichts. So, und dann greifst du auch die Greifen an. Wobei das nicht viel bringt, sind leider nur 8. So, ihr auch. Das könnte hier ein knappes Ding werden. Problem ist, er hat noch einen zweiten Helden. Und wenn er sich diese Burg schnappt, hat er die Erzengel in der nächsten Runde. Das heißt, wir müssen das hier gewinnen. Denn sonst wird das hier böse enden. Okay, ich könnte hier ein paar Greifen wiederbeleben, aber dann kann der Engel nicht angreifen. Ich glaube, das ist wichtiger, dass der angreift. Oh Gott. Wir können auch sicher was zaubern. Verdammt, ich habe Bless gemacht. Wir haben auch keine Spellpoints mehr. Was ist denn hier los? Stimmt, das ist ja nicht unser Christian, das ist nur Valeska. Okay. Ja, schwerer Kampf hier. Hier, renn mal weg. Boah. Miese Sache. Das ist hier richtig mies. Wir laufen mal vor. Die Engel sind bald das Letzte, was uns bleibt. Oh Gott. Fuck. Ist auf jeden Fall ein harter Kampf hier. Das gibt's doch nicht. Was? Was? Nein, nein. Bloß nicht. Bitte nicht sowas. Oh Gott, ich glaube nicht, dass ich das hier... Nee, wir bekommen keine Spellpoints mehr, auf keinen Fall. Alles klar, wenn der erstmal weg ist, dann kann ich hier ein paar Greifen wiederbeleben. Beziehungsweise den am besten. Aber der lebt noch. Wie viele seid ihr? Wenn ich mich jetzt erstmal hierhin bewege, wird mich der Greif wahrscheinlich verfolgen. Dann habe ich Zeit, um die wieder zu beleben. Na super. Dann renn mal dahin. Okay, fuck it. Das könnte noch etwas werden. Bam, wie viele? 2 Stück. Na super. Aber das war auf jeden Fall ein korrekter Move. 65 Lebenspunkte hat er noch. Das sind nur noch 19. Oh, fuck it.
Nicht, dass dann diese Pikiniere hier jetzt mir einen Engel ziehen. Nein! Nein! Eine Frechheit. Zwei, okay, einen Engel haben wir noch. Der ist noch relativ gut in Schuss. So. Er kann auch niemanden mehr wiederbeleben. Ich glaube, das Schlauste ist nur noch 4 und das sind 50. Die müssen auf jeden Fall schwächer werden. Ich hau jetzt erstmal ab mit dem Engel. Ich möchte nämlich, dass die drei Kollegen hier die Typen hier ein wenig schwächen werden. Okay, der ist weg. Und der läuft jetzt. Bam, 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 bam. Er ist... Oh, fuck it. Dich habe ich ganz vergessen. Scheiß Balliste. So, Engel gegen Pikiniere, hoffentlich. Alter. Nicht dein Ernst. Ja. Gott sei Dank. Also, so eine knappe Schlacht. Ganz ehrlich, heftig. So, Level 12, Knight. Basic Luck. Cast Erspis, ah, nee. Advanced Luck, Basic Learning. Nee.